Hallo und herzlich willkommen zurück zu NEC 2. Ja, es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sind immer noch alleine unterwegs und kämpfen gegen die Männer von Sender, genau. Das war sein Name. Und wir sind ja hier letztes Mal stehen geblieben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lang das Spiel noch ist. Aber vielleicht noch ein paar Stündchen. Oder wir stehen auch vielleicht schon kurz vor dem Ende, wer weiß. Auf jeden Fall freut mich das, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich muss aufpassen, weil ich so klein bin und nichts aushalte. Boah, das war knapp, ey. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Oh, weia, ey. Okay, der hat schon mal Verstärkung gerufen. Und wie es aussieht, haben wir hier immer noch keine Bauteile, um uns zu vergrößern. Das bedeutet also im Klartext, wir werden höchstwahrscheinlich bei der Größe bleiben müssen. Ich habe aber irgendwie auch gar keinen Bock drauf. Okay, ich kann es eh nicht machen. Ich muss also erstmal kämpfen. Ja. Ich hoffe, ich habe eine Chance. Okay. Ich muss nur aufpassen, weil die halt ziemlich stark sind hier. Wow, so einer. Alter, noch einmal darf ich nicht getroffen werden. Und wir sind gleich hoffentlich mit ihm fertig. Wow, das war knapp. Okay, dann haben wir es ja geschafft, was wir schaffen mussten. Oh, und jetzt müssen wir noch den Hebel betätigen. Also komm, streng dich an, Neck. So, dann können wir ja weitergehen. Und da ist schon wieder jemand, der gegen uns kämpfen möchte. Habt ihr immer noch nicht genug Männer verloren, wollte ich eigentlich sagen. Anscheinend nicht. Wow. Ach du Scheiße. Was geht hier ab? Wow. Da drüben sind überall Maschinen. Oh, jetzt habe ich den Sonnenkristall vergessen. Mitzunehmen, meine ich, beziehungsweise zu zerstören. Ich kann mich darum gar nicht bemühen. Also muss ich weitergehen. Ja, sorry Leute, ich bin aber ehrlich gesagt ein bisschen zu klein, um hier groß was ausrichten zu können. Und um ein bisschen Zeit zu sparen, werde ich jetzt einfach hier weitergehen. Was habt ihr euch so gedacht, ne? So, mal sehen, wo wir jetzt hinkommen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Aber immerhin kommen wir ein bisschen weiter. So. Ja, wir müssen aufpassen, ihr habt ja gesehen, sobald wir von diesem heißen Gras getroffen werden. Sind wir down. Oh ja. Oh ja! Mac, verschwinde da! Ja, ich bin ja schon dabei. So. Jetzt haben wir wenigstens wieder eine Chance hier. Dadurch, dass wir jetzt wieder, naja, 2 Meter Größe haben. Ja, habt ihr Probleme, Leute? Hier, komm her. Obwohl, die sind schon down.
Es ging ein bisschen schnell. Wir wachsen ein wenig. Das freut mich auch sehr. Ich bin mal gespannt, ja, was Sender noch so an Instrumenten übrig hat, da wir ihn ja schon stark geschwächt haben. Zumindest hoffe ich das. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Ah. Okay. Ein bisschen noch die Gegend erkunden nebenbei. Und wir machen seine Männer. Die rupfen wir, ne? Die Federn aus den Körper. Echt furchterregend. Ja, das kannst du laut sagen, Nick. Furcht, dass ich gerade dazwischen geredet habe. Aber ich konnte nicht ahnen, dass da jetzt was von Nick kommt. So, weg mit dir. Na los. Da hast du recht, mein Freund. Aber jetzt müssen wir uns minimieren. Ich hab's heute mit der deutschen Sprache entschuldigt. Wow. Hier sind ja wirklich sehr viele von denen. Sind noch welche übrig? Ja, ein paar schon. Warum? Ah, okay. Hat man anscheinend nicht richtig erwischt gehabt. Okay. Kommen hier noch welche? Ja, es kommen welche. Wow, wow. Alter. Ach Quatsch, da muss ich ja erstmal ihn fangen, damit er nicht mehr so eine elektrische Ladung am Körper hat. Na, ich muss nach oben. Ja, genau. Boah, es kommen immer mehr. Was geht denn hier ab? Alter! Ja, gerade wollte ich nur abwehren, aber es hat nicht ganz funktioniert. Und jetzt kommt noch ein Riese. Ja, nee, ist klar. Okay, der hält nicht mehr viel aus. War ja klar, dass das noch passiert. Und weg mit dir. So, es läuft doch relativ gut. So, da sind noch ein paar Teile, die wir einsammeln können. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe aufzusammeln. Ich gehe mal ganz kurz zurück, wie ich das euch wundert. Aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist, ne? Ne, hier sind nur kaputte Roboter. Die Sender wieder, ja, brauchbar machen möchte. Aber das lassen wir natürlich nicht zu, ne? Ein bisschen Sonnenkristallenergie mitnehmen. Die brauchen wir für unseren Schild. Wow. Ich dachte, jetzt kommt eine Videosequenz. Falsch gedacht. Aber wahrscheinlich kommt gleich eine. Oh mein Gott, da ist auch noch diese verdammte Spinne. Oh, die weckt Erinnerung. Ja, entschuldigt, Leute. Es könnte ein bisschen schwierig werden, der Kampf jetzt. Weil er ist doch ein bisschen unfair gerade. Wow. Wow. Schnell ausweichen. Neck, du kannst es. Wow, wow.
Alter, willst du mich... Was macht der denn hier? Irgendwie macht der nicht das, was er machen soll. Oder was ich von ihm will. Oh mein Gott, die hält immer so viel aus. Okay, wir können zumindest ein bisschen Erfahrung sammeln. Ey, das willst du mich jetzt gerade verarschen? Also, sie kann sich sehr schnell davon erholen, wie es scheint. Und ich habe absolut keine Chance. Okay, falsch gedacht. Wir haben sie besiegt. Oh, mein Gott. Das ist ein Schalter. Mal sehen, was passiert, wenn wir ihn umnehmen. Okay, es ist nur ein Fahrstuhl. Hier hin. Also hast du sie angegriffen? Ja, natürlich. Du wusstest, dass sie ein Problem sind, aber du hast dich von deinen Gefühlen leiten lassen. Nein, ich habe mich von dir leiten lassen. Das ist nicht, was unser Gründer wollte. Ava, Marius gründete unseren Orden, um die Welt zu führen. Du weißt das. Wart's ab. Du wirst noch verstehen, dass ich mit allem recht habe, sobald die Mönche an ihrem richtigen Platz sind. Wirst du diese Bengel schon vergessen haben? Diese Bengel? Neck und Lucas sind meine Freunde. Ich bin dein Freund, Ava. Diese Bengel sind einfach... Sie sind einfach gar nichts. Es reicht, Xander. Es reicht mit deinen Plänen, deinem kranken Ehrgeiz, deinen Lügen. Es reicht! Hätte tun sollen. Leb wohl, Xander. Ava! Du hast dich entschieden, Ava. Und das werde ich auch. Abschalten, wir verschwinden! Was funktioniert, kommt mit uns! Der Rest ist nur Schrott. Ja, dank Ava konnten wir, ja, unsere Truppen reinholen. Aber wie ihr gehört habt, wir sollen Xander aufhalten. Und ich denke mal, wir müssen dafür diese Titanen besiegen. Ob das so gut funktionieren wird, werden wir auf jeden Fall sehen. Vielleicht in dieser Folge, vielleicht bei der nächsten, ich weiß noch nicht. Aber wir haben ja erst 18 Minuten gespielt oder 19, also von daher haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber wir werden noch ein bisschen an Größe zulegen müssen. Sonst werden wir gegen diese Titan nicht die geringste Chance haben. Danke, Ava. Ach du heiliger Bimbam. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Aber ja. Was war das jetzt gerade? Was soll denn das? Alter. Achso, ich wurde wahrscheinlich von einem dieser Geschosse erwischt. Ja, ich bin zu früh. Oh. Ey, also... Das ist ein bisschen doof, diese Stelle, muss ich zugeben.
Nur ein ganz kleines bisschen. Wie sollen wir bitte Sender aufhalten? Das ist jetzt die Frage. Weil ich meine, wir haben wirklich gar nichts, um dagegen irgendwas unternehmen zu können. Mal sehen, was passieren wird. Vielleicht finden wir noch ein paar Teile oder sowas. Alter, was? Das Timing muss genau stimmen. Boah, jetzt ist er zurückgelaufen. Oh, beziehungsweise gesprintet. Also es muss genau stimmen, ja super. Och man, jetzt ist der nach vorne statt nach hinten. Also manchmal ist es ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen gaga. Ich kann es nicht ändern, passiert nun mal. Oh, willst du mich verscheißern? Oh, ich dachte, ich bin down. Aber nee, da war ich noch ganz klein. Ja, super, das ist... Ach, Mann. Alter, ey, das ist ja ein Mist. Wirklich. Manchmal frage ich mich, ob die Entwickler ihre Spiele wirklich durchspielen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber, ja. Oh, was willst du mich jetzt verarschen, oder was? Langsam ist nervig. Mach das jetzt endlich hier, damit ich weiter kann, Junge. Du bist doof. Richtig doof. Ja, da soll man entkommen können, ja. Also ich weiß nicht, wie viele Versuche ich noch brauche. Was kann man sein, dass ich das wegschneide, weil ist einfach nur nervig. Boah, Alter, wie soll man denn das machen, ihr Leute? Also jetzt mal ganz im Ernst. Oh, ich glaub's nicht. Oh. Das war jetzt ein bisschen schwierig. Und er demoliert auch noch schön unsere sichere Hütte hier. Ja, entschuldigt, Leute, aber das ist echt ein bisschen schwierig. Ich dachte, ich würde es mal hinkriegen, ohne dass ich so häufig verliere. What? Ah, okay. Nick, da sollten eine Menge Relikte drin sein. Hol sie dir alle. Ja, mach ich. Ich glaube, das reicht immer noch nicht. Da sind die anderen Titanen. Okay, die Frage ist jetzt, ob ich das noch schaffe. Die alle dazu besiegen,
Aber ich glaube, dafür fehlen mir noch mehr Relikte. Netter Versuch. Aber dafür bin ich jetzt zu groß. Hey, nicht weglaufen. Okay, dann renne ich hinterher. Wir sind 10 Meter groß und diese... Na, das ist natürlich sehr geil. Boah, ey, Junge, Junge. Also, das ist jetzt natürlich leicht nervig, aber wir schaffen es ja irgendwie. Ja, du musst da hoch. Ja, danke sehr. Ach so, jetzt müssen wir noch kleben machen. Boah, ist das ein Unterschied. Okay, mal gucken, was gleich passieren wird. Ich bin gespannt. Der Ausgang ist dort drüben. So, von den paar kleinen Gegnern lassen wir uns auf jeden Fall nicht aufhalten. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ja, danke sehr. Ich freue mich auch. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob wir noch minimal weiterspielen. Oder ob ich jetzt schon beenden soll. Ich spiele mal noch 2-3 Minütchen. Den Berg können wir ja zumindest hier noch erklimmen. Oh, ich muss kleiner werden. Und komm, vergrößere dich wieder. Danke sehr. So, ja Leute, ich würde mal sagen, das sollte es jetzt erstmal gewesen sein. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde die Folge gerne länger machen. Das Problem ist nur, ja, ich weiß nicht, wie lange jetzt der Endkampf oder beziehungsweise der Kampf gleich gehen würde. Deswegen beende ich hier die Folge. Also, es hat mich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Mal. Also, bis dann und tschüss.